Ah, ja, da seid ihr ja endlich mal wieder. Ich habe jetzt so lange auf euch gewartet. Guck mal vor Uhr. Ach nee, habe ich ja gar nicht um. Ja, so. Glück auf erstmal. Küchentalk und Kaffeeklatsch sind mal wieder an der Reihe. Wir gehen euch mal wieder fürchterlich am Senkel. Nein, das tun wir nicht. Ich hoffe, ihr habt Spaß, wenn ihr uns wieder seht. Ja, was haben wir heute geplant? Vielleicht könnt ihr das schon mal so erkennen. Ja. Oh, das steht da drauf. Jetzt müsst ihr nur noch raten. Nee, lesen. Und dann habe ich noch hier, so weit hier, so ein Blubsch, so ein Quaps. Auch Käse. Und dann habe ich noch so was. Ihr müsst immer noch raten. Nein? Ihr wisst schon, okay. Also es gibt heute Pizza. Die Bestandteile, die ich euch jetzt gezeigt habe, die sind ja natürlich ultra wichtig bei solchen Sachen. Ja, und wie gesagt, Pizza. Und da ich euch das hier gezeigt habe, könnt ihr jetzt dreimal raten, um welche Pizza es sich handelt. Hä? Wie bitte? Ich höre euch so schlecht. Lauter. Ah, ja, richtig. Salami-Pizza. Aber ich habe noch was anderes. Ich habe hier auch noch sowas. Oh, könnte man ja auch halb und halb machen oder mischen. Das kann man nämlich machen, wie man das möchte. Euch ist es ganz allein euch überlassen. Euch ist es ganz allein. Ja, ist egal. Es ist euch überlassen, wie ihr das so gestaltet. Ob ihr da Ananas drauf macht, schmeckt auch zwischendurch mal ganz gut. Ganz erfrischend. Ja, aber ich mache heute ganz normale Pizza. Pizza, was ist denn Pizza? Pizza ist eigentlich ein Resteessen. Dann wird dann einmal in der Woche so an irgendeinem bestimmten Tag in dem Land, wo es herkommt, wird dann Pizza gemacht. Also wird dann ein Teig ausgerollt und der wird dann belegt mit den Resten, die man so ja die Woche über hatte. Ja, ein Stück Käse findet sich immer irgendwo. Und Salami ist auch immer vorhanden in den italienischen Küchen. Ja, und das erstmal zu den Bestandteilen. Wie gesagt, ihr könnt das selbst variieren. Und ich habe gedacht, ich mache Pilze drauf, Zwiebeln, ein bisschen Gurkenstückchen, also kleine Würfel von Gurken. Mache ich auch noch nebenbei noch einen Gurkensalat dabei. Tomaten gehören da, schöne rote Tomaten gehören dazu. Ja, ich habe noch hier so einen Rest Käse gefunden, ja, den ich auch wegdonnern werde. Und ich habe hier noch ein Stück Käse. Siehst du, Käse, ne? Ja, der ist schon etwas älter, den kann man nicht mehr so gut kauen, aber den kann man reiben und auf die Pizza auflegen. Dann habe ich hier noch ein paar Scheiben Salami, die werde ich dann auch gleich noch klein stückeln. Ja, und das könnte alles gleich wunderschön auf so einen ausgelegten Hefeteig. Rein drauf donnern. Jo. So. Ich habe hier einen fertig Pizzateig besorgt. Ja, ganz ohne, dass ich dabei rot werde. Weil ich wollte euch eine einfache Küche zeigen und nicht, oder einfaches Kochen zeigen und nicht jetzt hier irgendwie, dass ich den Quatsch auch noch selber machen muss. Dafür ist es einfach zu günstig. Und so, jetzt ist weg. Dafür ist es einfach zu günstig, um das einfach selbst herzustellen. So, dann nehmen wir eine Schere. Ja, das kennt ihr mit Sicherheit auch schon mal bei einem Teig benutzt. Ja, dann nehmt ihr so eine Schere, eine Ende aufschneiden, dann schiebt ihr das hier so raus. Jetzt stellt ihr fest, da ist ja ganz komisch was drin. Nee, das ist einfach, das ist schon ein Backpapier. Und dieses Backpapier brauche ich nicht. So, ich habe mein eigenes Backpapier. So, nein, Quatsch. Könnt ihr natürlich auch verwenden. Nur das Problem ist, wenn ihr das benutzt, ihr legt schon mal Tomaten, ja, Gurke, andere Sachen auf dieses, auf diesen Teig, was dann ausläuft. Also beim Backen, also wenn man es im Backofen steckt, dann läuft ja schon mal, ja, der Saft der Tomaten aus. Das ist ja nicht schlecht.
Aber da habt ihr immer so eine massig Menge an Brühe dann immer drauf. Und das würde dieser Zentimeter Rand hier nicht unbedingt aushalten oder abhalten. So, dann nehme ich hier ein eigenes Backpapier und habe jetzt dann die Möglichkeit, ein bisschen das zu jonglieren. Also ich kann das so ein bisschen mittig legen. So, ihr seht jetzt, das Backpapier, das Original ist drunter. Und dann gehe ich hin mit dieser Eigenkreation, diesen eigenen Backpapier, so ein bisschen andrücken, fertig. Dann nehmt ihr alle drei Sachen zusammen, ja, alle drei Sachen zusammen und dann hebt ihr das hoch und zack. Ja, seht ihr, jetzt habe ich das hier schon auf das Backblech, ne? Backblech hier, da. Ja, so, und jetzt kann ich hingehen. Ziehe ich hier das hier so runter. Wunderbar. Aber jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich wollte eigentlich heute meine Pizza mit Rand machen. Also gehe ich hin, nehme jetzt hier das Papier, was übersteht, und gehe jetzt hin und mache hier einen Zentimeter gehe ich rüber. Ja, gesehen. Ja, seht ihr? Zack. Dann mache ich das Ganze von der anderen Seite. Hier auch. Zentimeter. Rüber. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr für euch alleine eine Pizza macht oder so, also sollte schon für zwei Personen ungefähr reichen. Könnt ihr natürlich genauso gut hingehen. Ja, Zentimeter, könnt ihr genauso gut auch hingehen, mehr überlappen und vorher macht ihr durch so Streifen von so hier so Gouda-Käse darunter unter diesen umgeklappten Streifen, also der muss dann etwas breiter sein, das versteht sich von selber, sondern habt ihr die Möglichkeit, ihr habt so eine amerikanisch gestylte Pizza. Ja, die dann halt einen Käserand, also einen Käsekern im Rand hat. So, jetzt halte ich den Rand und koche, nee, back weiter. So, auch hier, ja, das reicht. So, und jetzt kann es auf dem Backblech. Und dann sehen wir das so, zack, fertig. Ja, jetzt habt ihr wieder mal ein paar kleine Tricks. Ja, da bin ich. Kleine Tricks und Kniffe gesehen. Ist ja auch mal ganz interessant, einfach nur zuschauen. Ja, wenn ihr zuschaut, ja, das ist natürlich auf jeden Fall strengstens erlaubt. Was ihr da noch machen könnt, ihr könnt diesen Kanal hier abonnieren. Küchentalk und Kaffeeklatsch wünscht sich das einfach zu sehr, ja, dass ihr mit uns in Verbindung bleibt, dass wir uns mal nicht verlieren und ja, ihr dann eben halt immer informiert werdet, wenn wir was Neues gefilmt haben, auf Lager haben. Und es soll ja auch Spaß machen, ja. Und was rede ich hier in der Küche alleine mit mir selber? Ja, jeder Psychote? Psychiater, der würde mir sagen, gehen Sie mal da drüben oder ich rufe mal die Kollegen mit, der hat mich lieb, Jacke. Nee, also ist mal schön, wenn ihr dann zuschaut. Ich habe riesig Spaß. Und jetzt geht es mal weiter mit den Innereien. Nee, also Aufereien. Nee, also das, was ich auf die Pizza drauflegen möchte. Also ja, ach ja, ganz intelligent ist dieses hier, vollkommen ohne Aufdruck. Ja, also kein Firmenlogo. Das kann man schütteln. Kann man auch öffnen. Nein, aber ihr könnt das auf die Pizza gleich aufmachen. Und das mache ich jetzt. Zeige ich euch auch nochmal. So. Zack. Einmal das Planschbecken hier voll machen. Ja. Ist Gewürz und Kräuter drin,
alles schön auströppeln. Ja. Ja, das kann jetzt erstmal in Ruhe, beziehungsweise dann nehme ich gleich einen Löffel und verteile das ordentlich. Schön ein bisschen Rand rein. Ja, es gibt nichts Besseres an einer Pizza, ja, wenn da so ein schwarzer Rand ist und oder die Pizza so, der Rand so, ja, das außenrum so aufgebläht ist, so wenn so Luftblasen sind und die werden so ein bisschen dunkler schwarz. Wow, lecker. Also für mich jetzt. Ja, für jeden, der das nicht so mag, sei eine blasse Pizza natürlich auch angebracht, ohne Farbstoffe. Ne? So, und jetzt kümmern wir uns mal hier um das, was wir da drauf machen wollen. Ich habe jetzt hier von gestern oder von vorgestern noch eine Dose Pilze, also Rest, da war noch ein bisschen was über. Dann habe ich hier so Paprika ist auch noch da drin, also so eingelegte Paprika, so kleine Stücksel. Aber was ich jetzt schon mal vorbereitet habe, wie so ein TV-Koch, ne? Hier Tomate, nein, die Zwiebel habe ich schon mal klein geschnitten. Und da habe ich auch mein Apparillo benutzt. Ja, ich habe da so eine Eierpfeile und da bin ich mächtig stolz drauf. Die hat also jetzt gerade eine rote Zwiebel geschafft, ohne irgendwie zu mucken. Also da ist nichts verbogen und das hält richtig gut. Und das ist richtig, da bin ich stolz drauf. Habe ich einen guten Einkauf gemacht. So, ihr seht, Tomaten schneiden ist überhaupt kein Problem. Schneidet nur eben halt immer diesen grünen Punkt hinten aus. Ja, also der soll bei einer gewissen Menge, ich denke mal, das sind so 3,8 Kilo oder so vielleicht, ja, da soll der giftig sein. Also da soll diese grünen, genau wie grüne Kartoffeln, bitte schält die Kartoffeln, wenn die grün sein sollten. Also sprich, die sind am Licht gewesen, also zu viel am Hellen. Schält die ganz dick ab. Ja? Ja, die grünen Schalen sind giftig. Genauso wie bitte keine rohen Bohnen essen. Rohe Bohnen sind ebenfalls giftig. Kocht die Bohnen ab, gießt das Wasser weg. Ja? Und dann erst zum Verzehr als Salat, Suppe oder wie auch immer. Na, ganz wichtig. Gut, dann machen wir jetzt erstmal wieder die, weil ich muss das ja gleich schon wieder drauflegen. Dann muss ich ja auch schon wieder dafür sorgen, dass da halt, ne. Also jetzt streicheln wir erstmal hier so das, den Tomatenmark oder ja, diesen Tomatensaft oder dieses, also dünnflüssige Tomatensoße, die verteilen wir jetzt auf die Pizza. So, ne, mit der Unterseite vom Löffel, dann einfach mal so da durch, hin und her, so, nom nom nom. Was ich erreichen will, ist einfach, dass ihr gleich noch losrennt, ja, bevor der Laden zumacht oder morgen früh gleich, ja, alles Material holt, um das nachzumachen. Wir zeigen, wie man das macht, aber wir zeigen oder ich zeige hier keinerlei Gewicht an oder Gramm, Liter oder was wir da insgesamt draufhauen. Eier der Sorte A plus 1 aus dem und dem Gelege oder Quatsch mit Soße. Machen wir nicht. So, schön verteilt, ihr seht, wunderprächtig, sieht doch schon ganz gut aus. Es soll ja schließlich eine Salami-Pizza werden und ich mache, damit die Salami nicht unbedingt verbrennt, gehe ich hin und mache die Salami direkt gleich drunter. Ja, so. Ja, also viele Pizzerien, die gehen ja hin und machen die Salami erst hinterher, machen die Salami drauf und das mache ich jetzt wiederum nicht. So, dann öffnen wir mal hier das Gerät. So, dann nimmt man sich hier so eine Schiene hier, so eine Leiste. So,
Und dann immer ordentlich nicht sparen, seid nicht geizig. Ja, der Besuch, der wird es euch danken. Ja. So. Ich sehe schon, ach nee, ich hab ja genug. Nee, ich habe jetzt was. Ich dachte, ich hätte jetzt beide Reihen schon auf der Hand. Siehst du? Guck mal. Schön. Lecker, ganz viel davon. Schmeckt übrigens auch wunderbar so. Ohne Brot und ohne Pizzateig drunter. Ja, so siehst du. Oh, schau mal. So, siehst du. Alles klar. Dann habe ich noch wieder den Rest für die nächste Pizza wieder. Ja, dann habe ich hier den Kochschinken. Und den müssen wir jetzt ein bisschen zerfleddern. So. Zack. Den reißen wir jetzt ein bisschen klein. So, und dann, wenn er ein bisschen unsortiert darauf kommt, ist das auch nicht so schlimm. Ja, beobachtet mal so einen Pizzabäcker, der den ganzen Tag nichts Besseres zu tun hat, wie Pizza zu bäcken. Zu backen. Ja. Und ja, da haut das auch einfach nur so drauf. Ja, nach gerade wohl. Oder wie es ihm so heute geht. Ja, überall ein bisschen was davon drauf. So, siehst du. Alles wunderprächtig. Ja, siehst du, fertig. Dann haben wir ja noch hier den Käserest. Den schneiden wir uns jetzt auch ein bisschen klein. Ne, den schneiden wir uns jetzt nicht klein, weil ich das Brett belegt habe. Aber den können wir uns ja hier drin in dieser Verpackung klein schneiden. Dafür ist die Verpackung ja schließlich auch gut. Immer schön aufpassen, dass die Finger da raus sind. Ja, siehst du wohl. Und das verteilen wir einfach jetzt wieder drauf. Das kann nämlich schon mal so als Zwischenstopp, als Zwischenkleber, weil der Käse, der klebt ja schön. Ja, und der zieht sich hinterher wunderbar. Wir können das nämlich alles da schon mal, also wenn das gebacken wird, dann zieht sich das, ne? So, Müll, gelbe Tonne, weg damit. Dann habe ich ja auch noch die Zwiebeln. Ja, siehst du hier, guck mal, da ist jetzt so viel Saft ausgelaufen von der Tomate. Das würde jetzt, also wenn ich es ein bisschen schräger halten würde, würde das glatt runterlaufen. Soll es jetzt nicht. Aber ich nehme jetzt hier die Zwiebel, die zerdrücke ich so ein bisschen. Ja, und kann die dann schön hier überall drauf verteilen. Ja, warum zerdrücke ich die? Weil die, ja, damit die sich trennen. Ne? Also damit die einzelnen Häute sich voneinander trennen und halt nicht so ganz so ein dickes Stück da drauf liegt. So, dann haben wir das. Das sind jetzt die Zwiebeln gewesen. Bisschen andrücken, nur leicht. So, zack. Fertig. So, und jetzt gehe ich hin, versuche so ein bisschen die Tomaten hier drauf zu bekommen, ohne dass ich den Saft jetzt so viel mitnehme, weil der Saft ist ja nervig. Dann habt ihr ja das Backblech voll mit Flüssigkeit, ja, was ausgetretenes Öl, wenn ihr zum Beispiel Thunfisch habt oder so, oder den Saft vom Thunfisch oder die Tomaten, die saften ja auch aus. Ja, und dann nehme ich jetzt hier die, so. Ja, so sieht es dann schon mal wieder aus, ne? Dann habe ich jetzt dann habe ich ja noch den Käserest, den, wo ich gesagt habe. Und ich habe ja auch noch den bisschen Salami. Ne? Die machen wir jetzt klein und dann, ja, dann können wir das nämlich auch noch da drauf wappen. So, mal, jetzt hier sind die Kruste und die schneiden wir uns jetzt ab.
Kruste weg. Hier ist auch noch ein Stück dran, das machen wir auch weg, weil die Krusten, die sind nicht immer, die ist nicht immer zum Verzehr geeignet, weil, wenn ihr das mal so euch anschaut, wenn ihr das nämlich hier so, schaut mal hier, das kann man nämlich so abziehen, siehst du das? Ja, hier siehst du, dass man das abziehen kann. Und das hier, das ist jetzt noch Käse, das könnte man jetzt eigentlich essen. Aber das hier, das ist Wachs. Ja, und Wachs ist nicht unbedingt zum Verzehr geeignet. Also ihr beißt ja auch nicht vor lauter Hunger in eine Kerze rein, oder? Obwohl Mäuse machen das. Mäuse, wenn das ein richtig guter Wachs ist, und weil Stearin ist ja mehr so eine Chemie, ja, Stearinkerzen, ja, so richtig Honigwaben Wachs ist anders. Oder wenn ihr richtige Fettkerzen habt oder richtig hochwertige, teure Kerzen, dann könnt ihr ja schon mal aus tierischen Produkten bestehen, ja, Tran, ich weiß nicht, was da alles so reinkommt. Aber dann ist es halt tierisch und dann mögen die Mäuse das und dann knabbern die euch schon mal irgendwann mal das Licht aus. Die knipsen euch das Licht aus. So. Ich mache hier auch kleine Würfel draus. Das werden wir schon irgendwie los. Oder Streifen. Ich kann ja machen, wie ich lustig bin. So. Immer zwei. Wunderschön. Ach, ich bin heute wieder elegant und intelligent. Ich bin tiefbegabt heute. Nein, Quatsch. So, Käse klein. Hauen wir da rein. So, dann ist das nämlich weg. Dann brauchen wir uns da keinen Kopf mehr machen. Und da gibt es eine schöne Sache, die sich so lang zieht. Ja, käsemäßig. Ja, warmen Käse, der zieht sich immer so schön. So, und dann hatte ich ja noch hier die Salami. Da machen wir uns auch jetzt kleine Würfel von. Ich habe hier so richtig so eine Edelsalami. Französischer Herkunft. Immer schön aufpassen, dass die Finger da nicht drunter kommen unter dem Messer. So, noch ein Stück. So. Und das machen wir uns jetzt auch noch da drauf. Ja, ich belege die Pizzen immer ziemlich heftig, wie ihr gleich noch sehen werdet. Immer schön dick, ja, damit man möglichst auch satt wird. Ja. Dann habe ich ja noch hier, könnt ihr das sehen? Ja, jetzt könnt ihr besser sehen. Habe ich ja noch die Pilze über. So, und die lege ich jetzt auch da so drauf. Und das ist dann, habe ich abtropfen lassen, damit, wie gesagt, nicht ganz so viel Feuchtigkeit hier auf die Pizza kommt, weil das schlabbert immer so und so aus und das soll es ja wohl nicht. Zack. Alles schön drauf. Sieht gut aus, ne? Das ist doch schick. So. Das in der Spüle. Da kümmere ich mich gleich drum. Wenn das immer so Krach macht, da bin ich gerade an der Spüle. So, jetzt bin ich ja noch mit der Gurke beschäftigt. Die mache ich jetzt auch klein und den Rest, die andere Gurke, also die hier, lecker, gesund vor allen Dingen. Lasst die Schalen dran, also so viel wie möglich. Wenn ihr da ein bisschen dekorativ haben wollt, könnt ihr ja so, ja, die habe ich gewaschen. Ebenso wie diese, solltet ihr auch machen, weil, also die, ja, wenn ihr die im Laden kauft, die sind Gott sei Dank nicht immer eingepackt, aber angepackt. Nicht eingepackt in Plastik, sondern angepackt von anderen Kunden. Ja, die suchen sich natürlich die schönste Gurke aus, mach ich auch, aber ich gehe dann immer hier,
Ja, so, und dann halte ich die hoch, ist die gut? Ja, natürlich, wenn ihr prüfen wollt, dann müsst ihr drücken, vorne oder hinten. Ja, die Farbe, wenn das ein bisschen gelblich ist, das macht nichts. Ja, aber wenn vorne oder hinten weich ist, dann lasst sie liegen, dann, ja, ihr bezahlt ja auch nicht mit Monopoly Geld, ne? Also ihr bezahlt ja auch richtiges für dann richtige Ware. So, hier ist mein Salami-Stückchen. Ich muss weg. So, das ist Müll. So, dann nehme ich die von oben. Zack, siehst du, zwei übereinander. Und schneide die so ein bisschen von oben zwei, dreimal ein, je nachdem, wie groß die Gurkenstückchen werden sollen. So, siehst du, von oben. Mal schön aufpassen, die Fingerchen. Jetzt habe ich mal ein bisschen feinere Würfel. Würfel heißt übrigens französisch oder in der Küche Brunoise. Obwohl das hier, dieser Streifen, ein Julien wäre. Julien. Julien. Also nicht der Name Julian oder so. Nein. So. Das war's. Ja, Pit Flick, hätte ich fast gesagt. So, und das ist jetzt kleine Würfelchen, Gurke, und die machen wir uns jetzt auch noch da oben drauf. Wie gesagt, ihr könnt da alles drauf machen, was ihr so von der Woche über habt. Wir kennen das hier in Hamburg zum Beispiel, sagt man Lapskaus. Ja, und dieses Lapskaus wird entweder richtig frisch hergestellt, was in guten Restaurants natürlich üblich ist oder so sein sollte. Aber aus dem ursprünglichen, da ist Hering, das rote Beete, ja, da sind Kartoffeln, da sind alles, was du so in der Küche gefunden hast. Sieht natürlich hinterher ganz komisch aus, ja, so einen roten Matsch. Aber wem es gefällt, wem es schmeckt. So, dann haben wir ja hier noch den Schwabbelbabbel, den Blubschkäse, sage ich immer, das ist so ein Tennisball ähnliches, so ein, ja, immer weich, Flummi. Flummi, würde ich sagen. Und das gehe ich jetzt mal eben aufschneiden und abgießen. Dann wird auch noch klein schneiden können. So. So schaut er dann aus. Ja, schmecken tut er eigentlich nach gar nichts. Ich weiß gar nicht, warum die Leute so verrückt danach sind. Genauso wie Austern. Kann ich mich auch nicht dran gewöhnen. An den Anblick nicht und ich glaube an den Geschmack vielleicht auch nicht. Also wie gesagt, ich habe es noch nie probiert. Ja, obwohl vielleicht Austern gegart, weil ich esse ja auch Muscheln, aber Austern gegart irgendwie in irgendeinem Aggregat, also anderen Aggregatzustand wie. Jetzt hört alle weg, die ein Problem mit haben. Also ein anderer Aggregatzustand wie lebendig, weil die sollen laut irgendjemand hat das mal behauptet oder gesagt, 10 Minuten nach dem Essen immer noch im Magen, am Leben sein. Leute, na, boom. Nee, das muss nicht sein. So, jetzt geht's hier weiter. Eben kurz Wischiwaschi machen. Ich bin noch da. So, jetzt schneiden wir uns hier den Käse einmal in der Mitte durch. Ja. Und dann haben wir so kleinere Stückchen, die wir dann auch viel besser, schöner verteilen können. Ja, das müsst ihr alles nicht nachmachen. Ihr könnt so einen ganzen Klotz davon mir das drauflegen auf die Pizza, wenn ihr das vertragen könnt oder haben wollt. So. Dann macht ihr das einfach. Wie gesagt, ich gebe hier keine Gewicht, Anzahl, sonstigen Quatsch gebe ich hier nicht durch, weil das ist, ich bin ja nicht so ein komischer, so ein amerikanischer oder amerikanische Köchin, ja, die da dann so, ja, habe ich ja schon mal vor kurzem beschrieben, wie die dann eine Tomate zeigen. Ich sag, jo, Tomaten, hey, Tomaten gehören da rein, lecker. Nom, nom, nom. So, aber dann zeigen die Amerikaner,
Die sind wahrscheinlich ganz erschrocken vor sich selber, wie die kochen oder dass die das machen oder können. Ja, Tomate, Tomate, Tomate von der Seite, Tomate in Rot. Oh, da zeigen die dann, oh, eine halbe, dreiviertel Stunde halten die da alles hoch. Ja, rund, ja, rund. Leute, mein Gott, ey, wollt ihr da irgendwelche Bücher drüber schreiben? Ja, das ist doch kein Diamant. Das ist eine Tomate, Leute, eine Tomate. Gibt sowas, ja? Guckt mal, guckt euch mal bei Facebook oder wo immer das auch immer herkommt oder wo das alles so ist. Schaut euch das mal an. Ihr lacht euch kaputt. Furchtbar. So. Aber wir machen ja jetzt hier weiter. Ich habe ja die Dingskirchen hier. Habe ich ja also Mozzarella-Zeug da. Bubble-Bubble-Käse. Das habe ich jetzt hier so klein geschnibbelt. Und dann verteilen wir das überall da, wo lustig ist und wo ihr denkt, da geht noch was. Ja, da ist noch hier eine Lücke und da können wir noch auch noch was stoppen. Da ist noch frei. Guck mal, hier sind so drei dicke Käsestücke übereinander. Das braucht doch gar nicht. Da kann man da besser noch mal ein bisschen so verteilen. Das habe ich gemacht. Zack. Siehst du? Wunderbar. Alles klar. Die Tomate habe ich. Dann muss ich mal schauen, ob was ich noch an Gewürze da habe. Habe ich denn überhaupt noch? Ja, so ein typisches Pizzagewürz, Basilikum. Das habe ich jetzt leider nicht frisch. Hochhalten. Ne? Schau mal, wenn ihr das hochhaltet, dann verteilt sich das hier innerhalb. Also ihr seht jetzt nicht. Ja, aber ich halte immer das Gewürzglas immer sehr hoch. Ja, und dann verteilt sich das besser. Ja, dann ist das so ein Hauch. Dann unten kommt nur noch so ein Nebel an, so ein Staub. Ja, ist das Glas leer. Was für ein Glascontainer. So, das war schon fast, ne? Aber ich habe ja noch hier Ömmes. Hier den, ja, den, der muss ja auch noch oben drauf, der muss ja richtig kleben, der muss ja kleistern. Da muss ich ja ziehen ohne Ende. Guck mal hier, da hat sich schon wieder was gesammelt im Glas, ja, unten. Und das gehe ich jetzt auch noch mal. Klatsch, siehst du? Da dröppelt dann auch noch mal ein bisschen raus. Nicht Glascontainer, also die sammle ich immer, da kann ich Gewürze reinmachen. Ich habe hier jede Menge schon davon, ja, auch mit weißen Deckel. Ja, das sind jetzt keine Gewürze, das sind kleine Nudeln. Also schon mal so für, ja, so einen kleinen Hühnertopf oder so. Und das Glas spüle ich jetzt gleich ordentlich. Und dann kann ich da wieder was abfüllen. Oder ich mache da so eine Spezialmischung. Wenn ich zum Beispiel zum Grillen oder wenn wir zum Grillen eingeladen werden, dann mache ich ein, ja, was macht man? Paket Kaffee, Pralinen, Flasche Wein. Also ich mache gerne eine Flasche Wein oder ein gutes Olivenöl, schenke ich. Und oder bringe ich mit und mache dann so eine Gewürzmischung. Ne? Also habe ich alles da. Ja, mische ich dann immer was Schönes zurecht, was vielleicht gerade zur Saison so ganz interessant ist. Ja, ihr könnt ja aber auch mal ausgefallene Sachen wie trockene Lavendelblüten zum Beispiel habe ich auch noch da. Habe ich in der Schublade alles. Oder Rosenblätter. Ja, Rosenblätter nicht unbedingt. Da kann man vielleicht so eine Badeessenz mit verschönern. Aber Lavendelblüten, so ein bisschen Lavendelblüten so mit in Grillgewürzpulver reinmachen. Hat was. Also ihr werdet staunen. Also einfach mal ausprobieren. So, ich mache jetzt da noch den Reibekäse drauf. Ja, also diesen sogenannten Pizzakäse. Könnt ihr das sehen? Ihr könnt es sehen. Nicht gelogen. So, dann schneide ich das Ding jetzt auf hier. Zack, offen. Und jetzt könnt ihr noch beobachten, wie ich da den Pizzakäse drauf mache. So, schön viel Käse darf immer genug drauf. So, jetzt habe ich hier so ein bisschen festeren Brocken. Und das nehme ich dann in der Hand und dann verteile ich das. Oder drückt das in den Finger so ein bisschen kleiner, damit das
Ja, damit da nicht so einen dicken Brocken drauf liegt. Aber der lässt sich schön verteilen. Der ist wunderprächtig. Ich bin begeistert. Alles muss raus. So, und jetzt auch ein Vorteil. Ja, ihr seht das hier so an der Seite, jetzt der Käse und hier am Käse ran. Dann nimmt man einfach die Seiten, ja, und stülpt das einfach so mal um. Zack, oh, das fliegt sogar bis dahin. Ja, dann habt ihr den Rand auch ein bisschen Käse dran. Ja, und dann habt ihr nicht jetzt hier auf das Papier, dass sich das da schmilzt, sondern ihr habt es halt da so, da an der Kante. Ja, die haben wir davon umgeklappt. Ja, und damit ist das eigentlich schon fertig. Dann muss es gleich nur noch im Backofen. Ja, und dann Messer, Gabel am Tisch. Vielleicht ein Glas Wein. Das war dann schon wieder, ne? Ah, ich mache jetzt noch den Gurkensalat. Den mache ich auch so auf meine Art. Da nehme ich ein Dressing. Das mache ich aus Kondensmilch. Jetzt wird es komisch. Essig, weil Milch und Essigsäure sorgt dafür, dass das ja nicht der gerinnt, aber ihr könnt daraus Käse machen auch. Ja, das blockt so, das macht so Flocken. Aber ihr müsst es halt gut schütteln, dass es eine Emulsion ergibt. Emulsion ist, wenn ihr Essig und Öl, ja, also ihr macht verdünntes Essig, habt ihr vielleicht, ja, und also nicht den reinen Essenz, sondern ihr müsstet ja so ein Branntweinessig, Tischessig, ja. Dann nehmt ihr Essig, Öl und dann seht ihr, oh, das sieht aber schön aus. Ne? Der Öl schwimmt oben und die Emulsion ist das, wenn ihr ganz kräftig schüttelt. Ja, also mit einem Schneebesen oder Schütteln, wie auch immer, schauen auch Kinder zu. Ne? Dann sind diese beiden Komponenten Öl und Essig so gut wie verbunden. Wenn ihr dann noch ein bisschen Kräuter reinmacht, Zwiebelken, Salz, Pfeffer, Zucker dürft ihr auch nicht vergessen. Das sind drei ganz wichtige Sachen. Süß, sauer, salzig. Ja, das gehört im Salat. Diese drei Sachen. Dann schmeckt der Salat erst richtig gut. Diese drei Sachen. Ihr könnt natürlich auch, was auch immer ganz gut ist, also was ich immer ganz interessant finde, noch ein bisschen bitter reinbringen. Das ist jetzt nicht unbedingt bitter, das ist eigentlich auch süß. Aber das hat, wenn ich das jetzt pur auf den Salat mache, dann brauche ich gar nichts mehr weiter. Kein Öl, kein Essig, kein Dings, kein Bums. Das ist alles drin. Das ist süß, bitter, also ja, salzig, sage ich mal. Das alles steckt alles drin. Säuerlich, ja, das ist Granatapfelsirup. Bekommt er bei Onkel Ali an jeder Straße. Ich habe hier meinen Onkel Ali, der ist auf der Herzogstraße in Walsum. Ja, da gehe ich unwahrscheinlich gerne hin. Und bei der Onkel Ali am Schwan. Ja, hinter Walsum. Ne? Kurz vor Hamborn. Ja, also da gehe ich gerne jetzt einkaufen. Und da bin ich total mega glücklich. Und da kriege ich all solche tollen Sachen. Und ihr seht, auch die Flasche ist gebraucht. Ne? Aber für Gurkensalat nehme ich jetzt nicht unbedingt so ein bräunliches Dressing. Dann nehme ich, damit es klar ist oder beziehungsweise weiß ist, mache ich dann eben auch noch gleich noch einen Schluck Milch dran. Und das passt auch immer. Ist auch bekömmlicher. Weil Gurke ist manchmal so ein bisschen, das treibt so ein bisschen. So. Ihr wisst ja, was ich meine. Ne? Ja, die Fernbedienung. Ich muss eine neue Fernbedienung kaufen. So, das ist die Gurke für den Salat. Kleiner Tipp, teilt sie ungefähr ziemlich mittig. Warum? Früher hat man gesagt, Gurken werden bitter, wenn man sie hier, also vom Anfang an schneidet und dann hobelt. Nö, lecker. Schüssel, das ist eine Reibe aus Großmutters Zeiten. Die benutze ich unwahrscheinlich gerne. Hier ist für Muskatnuss oder wenn ihr irgendwelche sich harten Sachen, ja,
Zimt zum Beispiel, könnt ihr hier wunderbar, das ist richtig eine Feile. Dann habe ich hier scharfe Messer, also für Scheiben. Dann habe ich hier so für, wenn ihr Möhren raspeln wollt, könnt ihr hier machen. Dann könnt ihr so einen Möhrensalat machen oder Sellerie, wie auch immer. Und das ist eine, dasselbe wie hier, aber halt ganz fein. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel hier, ja, dann könnte man, weiß nicht, hier kann man zum Beispiel lecker Radieschen, aber aufpassen, wenn die neu sind, sind die auch super scharf. Ne? So. So. Und jetzt nehmen wir das und dann könnt ihr nicht sehen, jetzt könnt ihr besser sehen und noch jetzt besser. So, und dann gehe ich hin, so, das ist ja, das ist, müsste man ja schon dumm sein, wenn ihr das nicht könnt, ne? So, schau mal. Ihr könnt auch da eine Senf, Dillsoße draus machen, also ein Dressing. Wenn ihr so einen Rest über habt, ne, geht dann mal hin, hier an der Seite, zack, dann ist das alles weg. Jetzt habe ich leider keine Hamster-Haustiere im Moment, sonst hätte ich da den, die Gurkenschnipsel oder die Reste gelassen. Ja, jetzt fliegen mir die Gurken um die Ohren. So, das wieder von der Seite. Zack. Immer gut abstreichen. Klopfen. Ja, da ist noch ein bisschen was drin. Zack, und ihr gehört auch noch da rein. Ja, schmecken. Schmecken gut. Wo seid ihr? Da seid ihr. Ich spring das mal eben. Nein, das bringe ich mal eben zum Mülleimer. So. Immer schön ordentlich machen hier. Damit keine Klagen kommen und keiner schimpfen muss. So. Jetzt kommen wir so langsam halt auch zu dem Dressing. Ich habe ja gesagt, ich mache da ein bisschen so Kondensmilch mache ich da dran. Ja, habe noch genug. Ich habe hier so einen Apfelessig, den werde ich dafür benutzen. Und wo bist du? Na, jetzt geht das Licht hier wieder. So, schaut mal. Ich habe jetzt hier so ein Glas. Das nehme ich immer ganz gerne für solche Zwecke. Und dann kommt hier so ein Schuss Apfelessig rein. Dann kommt hier Kondensmilch. Ja, auch richtig. Dann mache ich Salz, kommt da ein bisschen dran. Ja, ganz bisschen Salz nur. Das ist so wie im Kuchen, da gehört nämlich auch komischerweise immer Salz dran, obwohl der Kuchen ja süß schmecken soll. So, und jetzt habe ich hier Zucker, handelsüblichen Zucker. Und da mache ich jetzt auch so ein paar Hübe von rein. Und dann habe ich hier so ein, ich habe hier so ein Rapsöl. Da kommt auch ein Schluck von dran. So, wenn einer nicht gut Öl vertragen kann oder auch Diät ist, der sollte das dann einfach sein lassen. So, jetzt brauche ich noch Pfeffer. Ne, ich nehme den Mahlpfeffer, also den aus der Mühle. Den kann ich aber jetzt leider in das kleine Gläschen, diese Öffnung da nicht rein. Dann mache ich den einfach mal hier oben drüber. Fertig. So. Ja, wie gesehen, ja, das schwimmt oben. Ja, das Öl schwimmt oben, das ist so diese goldene Farbe hier. Schöne Farbe übrigens. Und wenn ich das jetzt hier so schüttel, siehst du, dann vermischt sich das und das ist eine Emulsion. So,
Und das gebe ich jetzt einfach darüber. Also bei mir, ich mache hier keine Kerne aus der. Probier mal so am Deckel. Schmeckt gut. Alles Banane. Brauche mich nicht zu schämen. Und das lasse ich jetzt so, das rühre ich jetzt einmal ein bisschen um. Ja. Einmal ein bisschen, dass das von allen Seiten so ein bisschen sich verteilt. Ihr könnt noch ein bisschen Zucker nachmachen. Ja, Zucker, also ich mache immer viel Zucker dran. Manchmal mache ich auch dann flüssigen Süßstoff. Das reicht vollkommen. Ja, und jetzt probiere ich das Ganze nochmal einmal hier. Mach noch mal ein klein bisschen Essigessenz, aber wirklich nur ein paar Tropfen, weil Essigessenz ist ja der reine Essig, das pure. So, nur schon fertig, siehst du. Jetzt probiere ich das Ganze noch mal. Jo. Ja, so schaut es dann aus. Na, grün, lecker, schön mit dem Dressing. Ja. So ist es prächtig. Das stellen wir kalt. Kalt stellen, ja. Und dann können wir das heute Abend bei der Pizza genießen. Ich freue mich schon. So, ihr Lieben, ich werde jetzt die Pizza reinholen. Messer habe ich hier. Ja, müsste gehen. Oder habe ich... Das ist okay. Ich werde jetzt das Messer reinholen. Ach, die Pizza reinholen. Ja, kalt draußen. Und kleiner Moment, wartet. Bleibt mal schön hier. Ja, schaut mal, könnt ihr das sehen? Wow, da ist alles dran. Das müsst ihr euch genauer anschauen. Horcht mal. Die knistert noch, die knuspert noch. Und nicht so viel ausgelaufen diesmal. Sonst habe ich immer so eine riesengroße Pfütze da. Und das ist ja nicht schön. Der Rand muss ja schon ein bisschen krachen. Ne? So, wenn ihr das zu Hause nachmacht, wünsche ich euch schon mal einen guten Appetit. Wir werden ihn auf jeden Fall jetzt gleich haben. Ich hab guten Hunger. Teller raus, Besteck raus. Das scharfe Messer habe ich. Und dann kann es gleich losgehen. So, also dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Abonnieren, ja, aber das kostet nichts. Ja, wir verlangen kein Geld dafür. Wir freuen uns nur, dann gibt es uns auch einen Ansporn, ja, für euch weiter Filme zu drehen. Ja, passt schon auf euch. Glück auf. Küchentalk und Kaffeeklatsch. Tschüssi.